Hallo Zuschauer an eurem Bildschirm. Schön, dass ihr meinem Technikkanal reinschaut. Heute mit einem neuen Plugin für Estelcam, den ich mir für euch habe einfallen lassen. Und zwar den Easy Position Save. Das ist ein Programm, mit dem man eine aktuelle angefahrene Position markieren bzw. speichern kann. Das ist dafür gedacht, dass wenn man Projekte hat und man möchte immer wieder auf diese Position zurückfahren, dass ihr die nicht immer mit der Hand eingeben müsst. Oder man setzt sich verschiedene Fixpunkte und die kann man dann immer wieder anfahren. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das einfach mal. Wir starten mal den Easy Position Save und Estelcam die CNC-Steuerung. Die erste Position, die wir anfahren möchten, ich trage die mal mit der Hand ein. Als Beispiel X10, Y10, und Z10. Diese Position möchte ich mir markieren bzw. speichern. Ich halte die rechte Maustaste gedrückt und drücke auf das Scrollrad auf die Taste. Es öffnet sich jetzt hier ein Bildschirm. Hier werden 5 Positionen angezeigt. Den Wert kann ich mir zum Beispiel auf Position 1 legen. Öffne ich erneut das Fenster, erscheint jetzt hier ein Pfeil und man sieht, diese Position habe ich mir jetzt gespeichert. Jetzt fahre ich mal wahllos durch die Gegend. Das wäre meine zweite Position, die ich mir merken möchte. Ich nehme das mal die dritte Position und so weiter. Man kann also quasi Fixpunkte setzen. Das sind meine Punkte, die ich mir jetzt gemerkt habe. Möchte ich jetzt zum Beispiel auf Position 2 fahren, öffne ich das Fenster und klicke einfach nur auf den Wert. Wie ihr sehen könnt, fährt er dann automatisch in die Position 2, die ich mir markiert habe. Oder Position 4 möchte ich anfahren. Oder ich möchte wieder auf Position 1. Und so funktioniert das Ganze auch. Die Positionen sind nur so lange gespeichert, wie das Programm läuft. Wird das Ganze mit Escape beendet, gehen auch die Positionen verloren. Jetzt, wo ich gerade am PC sitze, mal was anderes. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass mit Estelcam 12 dieses Fenster hier kleiner geworden ist? Und je höher die Auflösung, umso kleiner wird das Fenster auch. Wenn man dann Estelcam noch auf ein Tablet verwendet, kann man die Koordinaten ja ganz schlecht sehen. Habt ihr da eine Lösung? Also ich schon, ich habe mir ein Skript geschrieben. Schaut mal. Und jetzt kann ich die Koordinaten auch von der Weite sehen. Das Plugin ist noch nicht in der finalen Version und da könnt ihr euch den Zeichensatz euch selbst aussuchen. Ich habe mich halt hier für die Digital entschieden und zwar ist das für meine Bohr-CNC-Fräsmaschine als Koordinatenanzeige und da macht das bestimmt was her. Wenn das Ganze natürlich fertig ist, stelle ich euch das kostenlos zur Verfügung. So, das war's für dieses Wochenende. Am nächsten Wochenende zeige ich euch ein weiteres Projekt, was ich diese Woche auch fertiggestellt habe. Und zwar geht es um die Fräsmaschine von Two Trees, die TTC450. Und zwar mit Materialkosten von ca. 20 Euro könnt ihr die Maschine so weit modifizieren, das Ganze auch ohne Löten, damit ihr auch mit der Maschine mit Estelcam arbeiten könnt. Und das gibt es überhaupt noch nicht. Aber dazu nächstes Wochenende eine genaue Step-by-Step-Anleitung, wie ihr das machen müsst. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, einen Daumen hoch. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Natürlich freue ich mich auf eure Unterstützung. Ein PayPal-Konto ist ja unten aufgelistet. Und wir sehen uns ja beim nächsten Wochenende, beim nächsten Kracher ja wieder. Tschüss!